Hi, was wird das? Wie, was wird das? Ja, was wird das? Was siehst du da? Warum hast du dieses... Du bist doch Harry Potter Fan, oder nicht? Ja. Ich hab mich schlau gemacht. Ja. Und hab dir so eine Obby-Parcours... Obby? Wie heißt das denn? Obby. Achso, oh. Ist okay? Ich hab eine Obby gefunden. Ja. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Ja. Die sollst du einmal spielen, bitte. Und dann? Und dann gucken wir mal weiter. Aber spielst du jetzt mit mir, oder? Nein, ich spiele nicht mit dir, weil ich bin nicht so gut wie du. Ich muss noch ein bisschen üben. Aber wenn du es durchspielst, ja, dann bekommst du eine kleine Überraschung von mir. Okay. Okay. Ja. Okay, nehme ich an. Ist das eine... Ja, okay, ich spiele das jetzt mal. Und dann... Aber es wird eine tolle Überraschung. Du wirst dich auf jeden Fall freuen. Es wird sich lohnen, die Obi zu Ende zu spielen. Okay, gibt es eine Überraschung bei der Obi oder was? Nein, kann gar nicht sein, das ist eine ältere Obi. Okay, ich frag gar nicht groß nach. Spiel. Ich spiele einfach, okay? Dann kannst du mich ja wieder rufen und dann komme ich mit deinem Geschenk. Okay, alles klar. Machst du die Tür aber trotzdem zu? Viel Spaß. Dankeschön. Ja, Leute, was läuft? Also, herzlich willkommen zum Video. Ich weiß, ich sollte das jetzt aber... Also ich sollte das Video jetzt einfach starten, weil sie irgendwas wohl vorhat und ihr seht es, ich bin ein bisschen überrascht. Wir starten mal das Spiel. Sorry für die Audioqualität, also ich habe wahrscheinlich gerade das Kamera-Audio genutzt. Okay, das ist eine ziemlich ältere Harry Potter Obi. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal gespielt habe, ich glaube nicht. Aber die wird aktualisiert. Alles klar, dann spielen wir einfach mal. Was? Aber... Mich interessiert schon, Leute, was meint ihr, was könnte die Überraschung sein? Ich meine, wenn sie ein Geschenk oder so gekauft hat, dann müsste ich das eigentlich mitbekommen haben. Es sei denn, sie hat es natürlich zu ihren Eltern geschickt. Das kann natürlich sein. Oh, jetzt bin ich aber ein bisschen gespannt. Was ist es denn? Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was es ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin schon ein bisschen nervös, also ihr merkt es schon. Ich bin ganz komisch drauf heute. Oh, da ist Ron! Hallo, Ron! Ich versuche jetzt aber trotzdem die Obi zu genießen. Oder die Obi, wie meine Frau gesagt hat. Was ist es denn? Harry, weißt du es? Ich glaube nicht. Ich habe echt keine Ahnung, was es sein könnte. Also wenn sie jetzt kommt und sagt, hier, ich habe was zu essen für dich oder so. Also da muss es schon was ganz Besonderes sein. Aber es ist noch ziemlich früh. Aber sie ist heute Morgen auch schon mit so einem Grinsen aufgewacht, wo ich dachte, okay, was ist da los? Aber trotzdem, ich frage mich gerade, was das sein könnte. Ich bin gerade echt ein bisschen so, ich habe keine Ahnung. Was meint ihr, was es ist? Und bitte nicht zum Ende skippen, okay? Ich versuche es jetzt mal auf dieser Seite. Ja, jetzt ist es richtig. So. Dann haben wir hier die Hogwarts-Häuser. Passt. Also es ist kein, es ist, sorry, aber es ist auch keine besondere Obi oder so. Also es ist Harry Potter, okay, aber es ist jetzt, also da haben wir mit Danja eine schönere gespielt, ne? Wo wir in Hogwarts waren. Aber was ist es denn? Hey! Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, Samira weiß es auch nicht. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, was es sein könnte. Also... Meint ihr, es hat was mit Harry Potter zu tun? Also wenn sie mir jetzt die Filme schenkt oder so, die habe ich schon. Okay, bei den Büchern wäre ich jetzt eigentlich auch dabei. Bücher wären natürlich auch ziemlich cool. Ich weiß es echt nicht. Was könnte es sein? Und dann noch hier mit so einer Roblox-Obi-Challenge. Ja, danke. Oh, wie ich das hasse. Kann ich mich nicht hier drüber zaubern oder so? Warte, was war das jetzt? Okay, erst rechts und dann links. Okay, let's go. Ja, also wie gesagt, die Obi ist jetzt auch nichts Besonderes. Also, ist eine ganz klassische Obi. Also, wenn jetzt kein Harry Potter hier wäre, wäre es halt normal. Und Ron und so. Ich hoffe, sie ist nicht zu lang, weil ich möchte halt sehen, echt, was mein Geschenk ist. Oh, wenn es jetzt... Oh, bitte nicht die... Oh, ich weiß, glaube ich, was es ist. Oh, sie hatte letztens darüber gesprochen, über diese ekligen Bohnen. Und es gibt ja auch bei Harry Potter diese ekligen Bohnen. Och, nö, bitte nicht. Also, es könnten die Bücher sein. Es könnten die Bohnen sein. Was könnte es denn noch sein? Okay, vielleicht, ich habe vielleicht eine Idee. Vielleicht könnte es natürlich auch so ein Umhang sein von meinem Haus. Welches Haus? Slytherin. Ich habe echt keine Ahnung. Also, wie gesagt, wir sind jetzt bei Bücher. Eklige Bohnen.
Umhang? Was könnte es noch sein? Vielleicht hat es auch nichts mit Harry Potter zu tun, das kann natürlich auch sein. Würde mich zwar wundern, warum sie dann eine Harry Potter Obi ausgewählt hat. Ich weiß es nicht. I don't know! Gut, ich muss natürlich auch zugeben, es kann natürlich auch sein, dass das einfach ein Prank von ihr ist. Also, dass sie versucht, mich zu pranken, kann natürlich auch sein. Damit muss man auch rechnen. Ich meine, ich bin ja auch ein bisschen bekannt dafür und ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn sie das Gleiche bei mir abziehen würde. Wäre jetzt natürlich auch was. Oh, diese Obi hört auch nicht auf, ne? Es ist keine gute Obi. Also es ist eine Obi, aber jetzt keine Obi, wo ich sage, okay, sie ist super. Ich glaube, es ist ein Prank. Also wenn ich auch die Obi hier sehe, es muss safe ein Prank sein. Safe. Alles andere macht einfach keinen Sinn, Leute. Es tut mir leid, alles andere macht einfach keinen Sinn. Ja, es ist safe ein Prank. Weil wenn ich diese Obi hier spiele, das ist so typisch so Obi 2016 wahrscheinlich oder so. 2017. Weil was anderes kann es nicht sein. Ich könnte doch... Anna, ich kann nicht da drauf. Was soll es denn sonst sein? Nein, es muss safe ein Prank sein. Weil ich hätte das wirklich gemerkt. Also ich hätte doch wirklich gemerkt, wenn sie was gekauft hätte. Oder... Nein, das merke ich. Weil... Also... Nein, ich hätte das safe gemerkt. Sie kann das nicht vor mir verstecken. Das geht gar nicht. Etwas vor mir verstecken? Mm-mm. Es muss ein Prank sein. Es muss ein Prank sein. Was anderes macht überhaupt keinen Sinn. Und dann spiele ich hier diese Obi. Es tut mir auch für euch leid. Also für alle, die gerade dabei sind. Ja, also ihr denkt jetzt wahrscheinlich, am Ende des Videos kommt was richtig Großes raus. Aber ich habe das Gefühl, es wird halt ein guter Prank. Es wird ein richtig guter Prank, glaube ich. Ron! Hast du was damit zu tun? Jetzt bin ich ein bisschen gestresst. Was ist es denn? Wenn es jetzt wirklich ein Prank ist, ne? Also, sorry. Dann war dieses Video aber fast umsonst. Nicht sein. Und das kann nicht sein, Leute. Es kann nichts an mir vorbeiführen. Also, wisst ihr, ich weiß fast alles. Und wann ist denn dieser Obi hier vorbei? Ich möchte es mal sehen. Also PlayStation 5 safe nicht. Habe ich gesagt, will ich dieses, also will ich jetzt noch nicht. Würde ich mir dann selber kaufen. Also, das kann safe nicht sein. So, für mein Studio eigentlich glaube ich auch nichts. Ich habe echt keine Ahnung. Also, ich verstehe auch nicht, warum sie... Also warum genau heute? Also entweder ist irgendwas angekommen und sie kann... Oder es kommt gleich was an. Und sie hat sozusagen Verfolgung einer Live-Sendung. Und kann sehen, dass das Geschenk gleich ankommt. Und sie kann es vor mir nicht verheimlichen. Okay, ich glaube... Okay! Ich hab's geschafft! Okay, warte. Ich mach mal die Tür wieder auf. Okay, ich habe ihr jetzt Bescheid gegeben, aber... Sie meinte, ich soll mich nochmal ins Studio setzen und hier ein bisschen warten. Jetzt habe ich hier gewartet. Bist du fertig? Ja. Kannst du deine Augen zumachen? Ich wusste, es war ein Prank. Ich wusste, es war ein Prank. Nein, es ist kein Prank. Ich habe ein Geschenk für dich. Okay, ich höre schon was. Ich hatte es auch bei meinen Eltern versteckt, damit du es zu Hause nicht findest. Okay. Ich überreiche es dir jetzt einfach mal. Oh mein Gott, was ist das denn? Tja, ich habe gesagt, da musst du anders umgehen. Da. Was steht? Achso, für Kahn von Kassel. Okay, ich dachte, da steht jetzt irgendwas anderes. Ich mach mal kurz. Was? Es war kein Prank. Ernsthaft? Ja, es war kein Prank. Ich habe gesagt, spiel die Obi zu Ende. Obi? Und dann bekommst du eine kleine Überraschung von mir. Weißt du? Ist das Geld? Nein. Soll ich jetzt raten oder auspacken? Erst kannst du ja raten. Was denkst du, was da... Sein. Okay, ich gehe davon aus, dass was mit Harry Potter zu tun hat. Stimmt das? Vielleicht. Boah, ich habe keine Ahnung. Was könnte es denn sein? Ein Spiel oder so? Also kein PlayStation-Spiel, sondern ich pack's aus, okay? Pack's aus. Okay, warte. Ich mach meine Augen zu, während ich auspacke, ja. Okay? Ich reiß es auf. Pack's auf, danke. Oh mein Gott, es ist kein Prank! Dreh das mal einmal um in die Kamera. Okay, ist einmal da noch umdrehen. Was? Also ist da noch irgendwas? Nein, ist nicht. Umdrehen? Ja. So? Und jetzt nochmal umdrehen? Also, oh. Hä? Oder so, meinst so, du so? So? Ach, so? Jetzt einmal nochmal umdrehen? Nein. Was denn? Okay, mach deine Augen auf. Was? Nein!
Ich dachte, das gibt's hier nicht mehr. Doch. Wo hast du das gefunden? Tja. Das ist die Kammer des Schreckens, ne? Ja. Yo! Cool! Danke! Aber warte, darf ich das aufbauen oder baust du das trotzdem auf? Natürlich darfst du es aufbauen. Ich hab's ja für dich gekauft. Okay, wir machen es zusammen. Und dann gucke ich, wo ich das in mein Studio packen kann. Okay, Leute, das ist ein neues Harry Potter Set von Lego. Das ist die Kammer des Schreckens. Dankeschön! Es war doch kein Prank. Hätte ich echt nicht gedacht. Cool. Also, wir schauen uns das mal ganz kurz an. Also, ich werde jetzt kein Unboxing hiervon machen. Die Tür kann ruhig aufbleiben, Schatz. Dankeschön. Es ist direkt weg. Aber es ist echt eine gute Überraschung. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Also, ich werde jetzt kein Unboxing oder so davon machen. Aber es sieht echt ziemlich cool aus. Und ich möchte das definitiv in mein Studio stellen. Ich habe ja noch keine Studiotour hier gemacht. Mache ich vielleicht noch? Oh. Guck mal, wie riesig! Oh mein Gott! Coole Überraschung. Also es ist auf jeden Fall gelungen. Nice! Gute Überraschung. Aber jetzt muss ich mir auch was ausdenken. Aber es freut mich. Danke!